Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 4 hier live aus Liberty City hier an der Mautbrücke. Hurra! Ja, ich glaube, hier habe ich noch nie eine Folge gestartet und brav wie ich bin, habe ich ja ausnahmsweise mal die Maut bezahlt. Ich habe mir gedacht, so zum Folgenauftakt kann man mal ein bisschen nett sein hier in GTA 4. Ja, beim letzten Mal haben wir ja für United Paper einen Helikopter geklaut. Den sollten wir zum Flughafen bringen, das haben wir gemacht. Dann haben wir noch ein kleines Autorennen für Brucey in Angriff genommen. Das haben wir dann auch recht souverän gewonnen. Haben flotte $500 kassiert dafür, meine Herren. Ja, da. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wie ich die ganze Kohle ausgeben soll. Ne, also so habe ich mich gefreut. Ja, und jetzt haben wir noch so einen kleinen neuen Sportwagen geklaut, nachdem unserer ja nicht mehr da ist. Und bin jetzt gerade auf dem Weg zu Packy McGreard, weil der ist momentan noch auf der Karte verfügbar als einzige Quest-Lokation. Und von dem haben wir gedacht, okay, schauen wir hier mal vorbei. So, wir rufen jetzt schon wieder an. United Paper! Ach Gottchen, na gut, gehen wir mal hin. Felix, we need you. Now, the chopper is prepped and waiting off Grummer Road in Northwood. Your sometime accomplice Jacob is there. He's riding shotgun on this one. Jacob? The Rasta? Don't ask unnecessary questions. I want you to take out this guy's chopper. He was last spotted in Varsity Heights. No civilian casualties. So, soviel zum Thema. Wir fahren zu Peggy. Ja, tolle, tolle Wurst. Nein. Ach Gott, jetzt wieder Helikopter fliegen. Ach Gott, das will ich doch gar nicht. Aber zumindest mit unserem Freund Jacob. So, wo müssen wir eigentlich hinfahren? Schau mal. Na klar, sicher. Logisch, ich bin jetzt einmal hier rübergefahren dafür, dass ich jetzt wieder hier zurückbrezeln darf. Ach komm, das ist doch nicht euer Ernst. Freunde. Oh, nee. Na gut, aber es ist eine story-relevante Quest offenbar, weil er hat mir jetzt meine... Ja, meine Markierung zu Peggy hat er mal deaktiviert. So, sorry, musste mich vordrängeln. Und das heißt, ich muss diese Mission jetzt machen. Also ich kann jetzt nicht irgendwas anderes machen, sondern ich muss jetzt hier auf Gedärnt Verderb diesen blöden Helikopterflug machen. Und wahrscheinlich im Fliegen hat es uns ja schon angekündigt. Oh mein Gott, weg hier. Fahr weg, Mensch. Gib Stoff. Ach, kommt der... Ach, Schnachprogramm hier. Mensch, gib Gas. Gas ist rechts. So, na klar, und schon die nächste Schramme hier in meinem Sportwagen drin. So. So, ich bin dran hier. Sorry, muss leider ein bisschen drängeln. Hab's eilig, wir essen zeitig. Fahr zu, Mensch! Oh, Alte. Meine Herren da. Hab doch keine Zeit hier. Mach Schränke auf, danke. So. Ja, also, man hatte uns beim letzten Mal, glaube ich, schon angekündigt, dass wir wohl mit diesem Helikopter... holen, Mensch. Nein, verdammt, jetzt habe ich vor lauter Schwätzen die Abfahrt verpasst. So, dann drehen wir mal hier auf der Hauptstraße um, ist ja normal. Macht man ja, man dreht ja auch auf der Autobahn um. Also es gibt tatsächlich solche Spinner, die machen das. Tja, ja, es wird wohl eine Luftverfolgung geben mit diesem Helikopter. Nachdem ich ja so wahnsinnig gerne und gut fliege, dürfte das jetzt ziemlich interessant werden. Ich nehme übrigens keine Wetten an, wie oft ich die kommende Mission jetzt neu starten muss. Ne? Nur mal so zur Info. So. Und es regnet auch noch und da bremst der Kahn natürlich besonders gut. Mein Gott, ey, wie die alle Auto fahren, ist ja schrecklich. Da muss ich gerade reden, ne? Ein Vorbild an ruhigem Fahrstil hier in Liberty City, aber ich muss sagen, in echt bin ich da etwas anders. Ganz ehrlich, in echt, Sicherheit geht vor. Aber hier kann man schon mal die Sau rauslassen. Ich glaube, ich hatte das Thema schon mal ziemlich am Anfang von dem Let's Play, von dem her. So. Wo ist der Helikopter? Und wo ist Jacob? Mein Gott, alle 2 Meter Polizei, das ist unglaublich. So, hier geht's weiter. Links, jawohl. Da die nächste Autokolonne hier. Mein Gott. So, vielleicht sollte ich mal ein bisschen langsam tun. Da vorne ist er auch schon. Wird mir auf der Karte angezeigt, vermutlich hier rechts, jawohl, da ist der Heli. Und Jacob sitzt auch schon drin. Hey, Jacob. Servus, Jacob, alter Schwede, grüße dich. So, ab dafür. Oh Gott, jetzt wird's wieder lustig mit der ganzen Fliegerei. Ah, das sind sie auch schon. VIP-Style. Und die sollen wir wohl abschießen, die Jungs. Folge dem Helikopter, naja. Also, wie gesagt, keine Wetten, ne? Yo, nigga, some serious firepower up in here. Rocky La
watch him. Move! Let's find him and get this over with. I don't like being in this man's pocket. Then not my butter butter. So, Jacob scheint es zu gefallen, dass er hier so eine richtig dicke Kanone am Start hat. Ach Gott. Das ist natürlich toll, jetzt sieht man auch wahnsinnig viel hier, ne? Ist alles dunkel. Ah, da drüben ist er. Okay. Hat er zum Glück seine Positionslichter an. Guter Mann. So, folge dem Heli, ja. Lass ihn nicht entkommen. Haha, was haben wir hier lacht? Sehr schön. Lass ihn nicht entkommen. We need to take him down there with no people. For a man who has asked me to kill a lot of men, this guy is really safety conscious. Same. You got that government thing about it. I feel it great and good and thing. I have the feeling you don't want to be responsible for a helicopter crash in Middle Park. Show that. Ich verliere den Helikopter, heißt. Nein, ich will den nicht verlieren. Oh, oh mein Gott. Oh. Ui, das war knapp. Das war... Mein Gott. Ich hasse Helikopterfliegen hier. Habe ich schon mal erwähnt, ne? Die Steuerung ist aber echt beschissen. Um es mal ganz salopp zu formulieren. Ohne Umschweif. Ich denke, da kann ich ruhig mal ein bisschen blumig sprechen. Shit, Jacob. You really gotta smoke that thing. Oh, da war er gerade. Secondary smoke doesn't exactly help my hand-eye coordination, and I'm paranoid enough with the US government on my ass. Whatever. Actually, just smoke it. Jetzt raucht Jacob ein oder was? Das glaube ich ja gar nicht. Hat er nichts Besseres zu tun? Ich habe mit dem scheiß Heli zu kämpfen und er raucht einen. Na, das geht ja gar nicht. Da unten ist er. Oh Gott. Martin, Wagwan! Don't worry about the bridge! Oh nein! Finally getting the hang of flying this thing! Show respect! The righteous rule boy, Jacob! Hey, close, I can take a shot! Wasser gibt's. Ach Gott, ich muss 13 Brücken unterfliegen, dass ich einen Erfolg bekomme. Müsst mich verarschen? Ne, die eine war jetzt schon mehr Glück als Verstand. Ja, schieß halt, Jacob. You got to work on your aim, Jacob. I could have made that shot with my eyes closed. Keep steady for the shot, no? Oh Mann. Jawohl! Eieiei, das tat bestimmt weh. Das auch. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ich glaube es gar nicht. Das beim ersten Mal. Ja, da haben wir mehr Glück als Verstand gehabt. Ach Gott. Was ein Scheiß, Mensch. I do not think he can ask us to do more than this. Now it's our turn to get him to help us. Someone can find the man I search for. It should be him. Let's do it. Oh, schaut mal unter uns. Das ist die Baustelle, wo wir damals für Playboy X aufgeräumt haben. Das ist ja witzig. So, Helikopterlandeplatz. Sag mir, dass das da vorne ist, bitte. Ich will nicht mehr weiterfliegen. Jawohl, da unten. Sehr gut. Oh, ey. Mir reicht's ja echt. Also diese Helikoptersteuerung und ich, nee, wir werden keine Freunde, definitiv nicht. Da fliege ich, wie gesagt, ich habe es glaube ich schon ein, zweimal erwähnt, den Arma-Helikopter, das ist wesentlich angenehmer als hier. So, na komm, noch ein bisschen vor. Na toll, jetzt steht natürlich mein Auto am Arsch der Welt, super, haben wir extra einen geilen Sportwagen geklaut dafür, dass er jetzt wirklich weg ist. Naja, man kann nicht alles haben, glaube ich mir halt noch ein. Nee, oder? Nein!
Ach Gott, wir sollten jetzt nur Jacob hier absetzen. Das ist jetzt nicht wahr. Das ist jetzt nicht wahr, Freunde, oder? Ach komm, ihr verarscht mich doch. Können wir diesen Heli behalten? Haben wir irgendwo Platz, wo wir den landen können? Rohan, ich weiß nicht. Hier haben wir nichts mehr. Hier unten den Broker. Bei Playboy X auf dem Dach, weiß ich nicht. Ja komm, wir könnten es probieren. Wobei, es ist verrückt, ne? Nee, wir fliegen zu Peggy McGreer. Das ist mir jetzt zu blöd hier. Das ist mir jetzt definitiv zu blöd. Hier irgendwo auf der Straße landen. Nee, muss nicht sein. We shut down that chopper for you. You think I don't know that? You think I've been sitting around scratching my balls with my head up my ass? I'd be impressed if you had been. I appreciate your assistance. You did a good thing today. No advice. I will try to find the man you're after. I will call when I have some. Na, das ist doch schon mal was. Jetzt tut doch mal was für uns, der Kollege, weil wir suchen ja immer noch diesen einen aus dem Twist in Europa, was damals war. Wir erinnern uns, ne, der die Einheit von Nico verraten hat. Gab es ja noch zwei Überlebende und eine davon ist hier. Ja, hoffentlich findet der Typ den und können wir mal ein bisschen ausquetschen, in die Mangel nehmen. Ja, es ist natürlich schon toll hier, von hier oben das Ganze mal zu beobachten. Also ganz ehrlich, optisch ist schon witzig. Hier ein bisschen rumdüsen mit dem Heli. Auch in die Steuerung, naja. Können wir uns nochmal drüber unterhalten. Die ist echt verbesserungswürdig. Aber ansonsten, ja, generell das Fliegen ist schon nett. So, genau, da unten ist dieser Clucking Bell oder was das ist, dieser Chicken Fritze. Da hinten ist, also links sieht man jetzt nicht mehr im Bild, ist die Dartkneipe. Stimmt. Und was ist das da vorne? Ist das eine Anspielung auf die Weltausstellung? Sieht gerade so aus, ne? Sieht echt so aus. Komm, da düsen wir noch schnell hin. Das schauen wir uns noch kurz aus der Nähe an. So, da unten ein paar Sportplätze, wird Tennis gespielt. Aber das hier, das sieht echt aus wie eine Anspielung auf die Weltausstellung damals in Amerika. Witzig. Sehr witzig. So, und da vorne die entsprechende Kugel. Ja, also das ist definitiv eine Anspielung. Aber sowas von. Da könnten wir versuchen hier zu landen, oder? Das wäre doch lustig. Stellen wir die Mühle einfach da drüben irgendwo ab, wo Platz ist. Also, da wird mal erstmal kein Platz sein. So, oh, schaut euch das an, wie das Wasser unter uns aufgewirbelt wird und das Laub. So, oh, Entschuldigung. So, mein Parkplatz, nett hier. Und hier sieht man die Kugel auch nochmal in groß. Also definitiv eine Anspielung auf die Weltausstellung seiner Zeit. So, dann nichtsdestotrotz, wir wollten ja eigentlich zu Peggy, ne, bevor uns der Meister da hier abgelenkt hat. So, huch, oh mein Gott, das war knapp. Hello, darling, hat er gesagt, der Fußgänger, genau. Ich nehm's nicht persönlich, Junge. So, ab die Post. So the plan was, they were gonna hide the diamonds in the queen's ass. Oh, hey, Nico. Hey, Kate. Get your fucking hands off my fucking sister, boy. We're talking, not having casual sex, Patrick. I pray after the amount of practice you've had, you'd know the difference. Sure, I know the difference. One leaves you feeling sad and empty and alone, and the other's casual sex. And I'm quite sure you and Mr. Nico here will have fun on your play date. Hey! Coming, Ma! You boys play nice now. For sure! Hey! Okay! Oh, we're gonna play real nice. They're clean as a fucking whistle. One previous owner, yeah. Safely driven, ready for action. We got an opportunity, my boy. Yep, fortune favors the brave. Gotta make hay while the sun shines.
So is you down, boy? Or is you out? Down for what? Down for robbing a thief. Robin Hood. Exactly. Robin fucking Hood. Who are you going to rob? The fucking mafia, boy. Yeah. Is the money good? What's the risk? Well, the risk is we all die a very slow and painful death. And the money is good, very good indeed. So you in, big guy? Or we're gonna have to kill you. Well, since you put it that way, I mean. Right. Good. All right, all right. Let's go. Let's do this. Can you get us a car, man? I'm afraid these two idiots can't drive for shit. Fuck you, Packy. Yeah, fuck you. So, wunderbar. Also einen viertürigen Wagen organisieren, das sehe ich schon einen. Es sieht sogar nicht einmal schlecht aus, dann also dann nehmen wir uns den hier passenderweise, stecken auch die Schlüssel, keine Alarmanlage, wunderbar. So, also die Mafia ausrauben, jetzt wird's interessant. So, mal die Radio aus hier, die blöde Töle, das Funzel da. So, hier bin ich, Freunde. Einsteigen. Ach nö, nicht schon wieder Algonquin Bridge, der ist ja ewig weit weg. Na toll. Ja, wobei, so schlimm ist es gar nicht. Habe ich mir schlimmer vorgestellt. Ach Gott, da müssen wir einmal außen rumfahren. Okay, ist doch schlimm. Controlled Waste Management Plan? You fucking guessed it. It's an Ancelotti operation. Ray tipped us off about a big payoff they just got. A fat cash payoff. Ancelotti's, huh? I can't tell all those twat families apart. Ancelotti's, Gambino's, Pecorino's. It's the fucking Pegorino's, man. We're working for them. Pecorino's a type of cheese. Pegorino's is a bunch of Guido gangsters out of Alderney. They're all mafia, though? Of course they are. Cosa Nostra and all that shit. Our family used to be bigger than all them mafia families put together. Back in the day, that is. Not this shit again. I heard this speech a million times. The McCrary's ran the city. People were scared to say their name, let alone come near their place in purgatory. Life was great. We were in charge. It's fucking true. I'd like to hear you tell Gerald that it's a boring story. My brother wouldn't take too kindly to that now, would he? You know the Purgatory is called what it is because people were so scared of the McCrearys? Did you know that, Nico? It's called that because people found the McCreary story so fucking boring. Listening to them was like being in Purgatory. Fuck you, Gordon. I'll fucking come back there and kick your fucking ass in a minute. I hear that Francis McCreary is your brother. Fucking Frankie, my brother. He may have a badge, but I tell you for a fact, he's as crooked as the rest of us McCrearys. More so. At least we ain't fucking hypocrites. Kate's the only decent one. I can believe that. You know Frankie, do you? I got a story for you if you do. Another fucking story. Shut up, Gordon. So, Nico, when Francis and Gerald was growing up, Frankie becomes an altar boy. He swears to this day that he wanted to serve the Lord. Jerry knows the truth, though. He only put on that cassock so he could pocket the change in the collection plate. Fact. That's Francis, down to a fucking T. I don't even know if he realizes what a crook he is. That sounds like the Francis McCreary I met. I bet. Motto community leader, my ass. You're just worried he'll start clamping down on you. Ain't you, Paggy? I'd like to see him try it. Not gonna happen with the things Jerry knows. So, dann haben sie sich ja einiges zu erzählen gehabt, die Guten. Meine Herren haben ein bisschen über ihren Bruder gelästert, den korrupten Francis McCreary, von dem wir ja auch schon den einen oder anderen Job erledigt haben. So, die Gegend kommt mir hier sehr bekannt vor. Ich glaube, hier waren wir auch mal in der Nähe, oder? Haben wir nicht die Drogen für Elisabetta Torres organisiert? Das war irgendwo da hinten rechts, ne? Wo uns dann die Bullen hops nehmen wollten und wo dann Michelle alias Karen alias Schnacksel Torres uns offenbart hat, dass sie eigentlich für die Polizei arbeitet oder für die Regierung. Eieiei. Stimmt, da war irgendwas. Here we are, boys. Moment of fucking truth. All right, boys. If Ray is correct, then the money's going to be kept in the office in the main building. And there should be a boat docked out back for the getaway. All right, it's up and over the fence. Don't go too fucking far, Nico. So, jetzt fällt mir gerade ein, vielleicht hätte ich eine Weste kaufen sollen. Das wäre vermutlich besser gewesen. So, dürfte spannend werden. Eieiei. Ja, und schon geht's zur Sache, haben wir gedacht.
So, der erste ist weg. Wo sind die ganzen Gegner? Ich sehe sie auf dem Radar nicht, das ist schlecht. Aber das sieht man echt nichts, das ist ja übel. Wieso spinnt mein Radar? Ist das zum Kotzen? Oh, das ist ganz schön Action, wa? So, sag mal, treffen die Jungs auch irgendwas? Ich glaube, ich habe jetzt schon 4 oder 5 ausgeschaltet. Und die Jungs treffen nichts. Aha, da ist noch einer ums Eck. Ja, würde ich sagen, dann gehen wir mal außen rum. Na, komm, auf, ab die Post, Nico Bellic. Ja klar, kann ich nicht mal durch die Treppe durchschießen, ist ein Witz. So, schauen wir noch kurz hier hoch. Halt, mein Gott. Jetzt lauf halt gerade die Treppe hoch, Nico, was ist los? Okay, hier oben ist nichts. Scheinen auch die letzten gewesen zu sein. So, was haben wir noch? Eine Knarre-Munition da drüben. Ebenfalls. Da ist ein Medikit. Jawohl, dankeschön. So, jetzt muss ich die Kohle suchen, oder was? Na prima. Da oben, oder? Nee. Ich will jetzt nicht hochlaufen. Na toll. Das ist es ja wohl nicht, ne? Nee. Achso, ich muss irgendwie da hochkommen. Leute. Das ist, ne, im Auto ist es auch nicht. Wie kommen wir da hoch? Schauen wir mal hinten rum. Nee, auch nicht wirklich. Also entweder habe ich jetzt hier einen Anzeige-Bug. Oder ich bin blind. Eins von beiden. Hier müsste es sein. Ja, da ist aber nichts, Freunde. Da ist nichts. Da ist nichts. Wo ist die scheiß Kohle? Peggy, weißt du was? Nö, weiß natürlich nichts, ne? Mein Gott, bin ich blöd. Bin ich doof. Ah. So, den hat zerlegt. Den da drüben auch. Den auch. Hat mal einer den Rücken gedeckt? Ne, natürlich nicht, ne? Brauchen wir nicht. Völlig überbewertet. So, dann nach oben. Hurra, ab in den Tod. Ja, jetzt hängt er wieder hier in der Textur fest, der Gute. So, da ist die Kohle. Meins. Scheiße, jetzt müssen wir bloß mit der Kohle rauskommen. Das dürfte jetzt das Problem werden. So, die werden erledigt. Der auch. Komm, jetzt müssen doch alle Platz sein. Das gibt's doch gar nicht. Oh, von wegen. Oh, fuck. Es werden immer mehr hier.
Komm, hier war doch irgendwo ein Medikit da drüben. Hier war irgendwo ein Medikit. So, schnell nachladen. So, und jetzt zum Boot. Alle zum Boot, alle Mann. Ich hoffe, die sind schon mal vorgerannt. So, wo ist das blöde Boot? Da drüben, jawohl. Wo ist es da unten? Okay. Boah. Oh mein Gott, jetzt habe ich schon gedacht, jetzt ist vorbei, wie er da runtergejumpt ist. Sondern das einzig Schwammige hier, die blöde Steuerung. Oh Gott, auch noch zu... Auch noch schwimmen, ja komm, dann halt schwimmen wir halt eine Runde, was soll's. In unserem schönen Anzug. Ach Gott. So, an Bord. That don't mean I can drive one. Fuck it though. I'll give it a try. Ach so, warten bis Peggy da ist. Ja, Peggy, come on, auf geht's. Hier ist das Boot, schwimmen. Komm rein. Dankeschön. So, und jetzt wohin? So, fahre in Sicherheit, jawohl. Uah, oh mein Gott, das ist ja. That was fucking beautiful. We did ourselves proud. My brother Jerry's gonna be fucking ecstatic. Providing the enchiladas don't figure out it was us, they ripped them off. I don't fucking worry about it. This figure was another one of the five families. Us McCreary's are under the fucking radar nowadays. It ain't a problem. I hope you're right. For my sake. Shut up and think about the money. If that don't work, think about my sister. I'll tell you though, you're only getting your hands on one of those things, you maniac. And it ain't gonna be my Katie. I'll think about the money, Dad. What a trooper. So, also ich denke, die Bootsteuerung ist genauso scheiße wie die Helikoptersteuerung. Ups. Did it. Top of the fucking world. Here's your share. Don't go spending it in the Italian restaurants. I'll see you soon, Becky. Na, immerhin. So, also hoffentlich ein bisschen Kohle eingesackt. Lass sagen, jawohl, $8,000, so ist recht. Jetzt wollen wir wahrscheinlich Problemchen mit der Mafia haben, ne? Könnte ich mir mal vorstellen, dass die das jetzt gar nicht so lustig fanden. Sorry, what? Sorry, ja, Entschuldigung. So. Wo sind wir denn hier eigentlich? Wo zur Hölle? Ach Gott, hier bei der Dartkneipe, okay. Also hier zumindest in der Nähe. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, nachdem ich hier aktuell ja nichts habe, also keine Mission und nichts, würde ich sagen, mache ich an dieser Stelle Schluss für heute und werde die Gelegenheit nutzen, da ich mal ein bisschen Zeit habe und mit den ganzen Kontakten und Bekannten hier ein bisschen was zu unternehmen, sprich natürlich wieder die Sozialkontakte gepflegt und so, also mal wieder was essen gehen und ein bisschen Dart spielen gehen und so, also altes Zeug jetzt, was nicht unbedingt akut, prickelnd, spannend ist. Kaum sage ich was, ja, und schon ruft Becky an. Ja, komm, nehmen wir noch mit. Nico, man, look, I ain't a pimp or nothing. What are you talking about, man? I'm saying, would you take my sister, Katie, out for a drink or something? She don't get out much and she sure as hell don't go on dates. We're starting to worry. She likes you, just as friends. I'm gonna send you a number. I'll give her a call, man, but, I don't think she'll wanna see me. Trust me, she will. Call her, man. So, interessant. Also jetzt haben wir wohl offiziell die Erlaubnis, uns mit Kate, Peggys Schwester, zu treffen. Dürfte interessant werden, aber das machen wir nicht jetzt, sondern wie gesagt, ich mache an dieser Stelle Schluss und pflege mal die Kontakte zu meinen anderen Spezels und melde mich dann in der nächsten Folge hier wieder zu Let's Play GTA 4 aus Liberty City. Bis dahin.